Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir sind gerade vor dem Tempel der Heilung auf Voss und betreten ihn jetzt mal. Wir haben hier nämlich einige Aufträge zu erledigen. Fremdling, ihr seid nicht Gaiden Co. Was ist passiert? Bitte heilt ihn einfach. Das spielt keine Rolle. Er braucht medizinische Versorgung. Kommt, Gaiden Co. Zu den Heilern. Dieser Schrein ist nicht für euch. Aber er braucht Schutz. Ich sollte bei Gaiden Co. bleiben. Vielleicht gibt es noch einen Anschlag auf sein Leben. Der Schrein wird bewacht. Die Prüfungen beschützen die oberen Ebenen. Sie sind für Mystiker. Ich bin bereit für einen Versuch. Ich respektiere eure Traditionen, aber ich muss hinein. Nur die, die unsere Sitten respektieren, können zu den Prüfungen antreten. Suva Ruck beim Pilgerlager kann es erklären. Ich werde Gaiden Co. informieren, falls ihr sterbt. Falls wir sterben, na klar. So, müssen wir jetzt nochmal raus? Nee, okay, alles klar, dann können wir hier weitermachen. Hier können wir schon mal die Zusatzmission abgeben. Gormak Zaltag haben wir auch abgegeben. Ja, hier ist eine Helden-Mission zu finden. Garel Mo, mit dem sprechen wir mal. Mir wurde aufgetragen, Garel Mo zu berichten, dass der Pilgerpfad freigeräumt wurde. Dafür bekommt ihr von mir Anerkennung. Ich bewache das Prüfungsgelände. Darin liegen die Prüfungen. Ja. Das klingt gut. Ein wenig Herausforderung bereitet mir kein Kopfzerbrechen. Nur wenige Voss überleben. Euer Schicksal ist beinahe besiegelt. Nichts ist sicher. Solange die Mystiker es nicht gesehen haben, wäre ich mir da nicht so sicher. Ihr verdient Respekt. Ihr seid nicht von Voss. Ihr seid den Pfad gegangen. Ihr dürft das Prüfungsgelände betreten. Wunderbar, was anderes wollten wir ja auch gar nicht. Okay, da müssen wir mit Gaiden Co. sprechen und hier geht's zu den Prüfungen. Ich würde sagen, wir machen zuerst die Prüfungen, dann können wir uns hier auch frei bewegen. Können wir auch so, aber rein von der Geschichte her ist das vielleicht noch ein bisschen schöner. Wir sind in einer Phase, das heißt, die Gegner bleiben tot, wenn sie einmal getötet sind. Das ist die erste Prüfungskammer hier. Hier sollen wir am Altar einmal meditieren und dann schauen wir mal, was passiert. Dieser Krieg ist sinnlos. Es gibt keinen Konflikt. Ihr leugnet die Vision eines Mystikers. Ruhe! Dieser Ort ist nicht sicher. Der Krieg, den ihr vorhergesehen habt, hat begonnen. Krieg? Welcher Krieg? Abgesehen von den Gormak sieht draußen alles recht friedlich aus. Die anderen Kommandos schlagen erst noch zu. Es gab Unstimmigkeiten. Viele Voss werden sterben. Es sollte keinen Zweifel geben. Eure Vision hat diesen Krieg entfacht. Werdet ihr uns führen? Ich verstehe nicht recht, so wie es ein Fremder vermag. Ich bin zwar keine Mystikerin, aber versuchen kann ich es. Wir wollen nur von Mystikern geleitet werden. Ihr habt einen blutigen Bürgerkrieg der Voss erlebt. Nach dem Ende des Krieges saht ihr das Volk der Voss aufblühen. Die Voss haben sich entzweit, um euren Willen zu erfüllen. Wir werden kämpfen, bis eine Seite den Sieg errungen hat. Die andere stirbt. Der Krieg wird zu Frieden und Wohlstand führen. Das sind viele Vermutungen. Das geht etwas zu weit, denke ich. Die Deuter sind sich einig.
Wir tun, was für unsere Zukunft nötig ist. Zu welchem Preis? Zahllose Voss werden sterben. Wir folgen eurer Vision, Ehrwürdige. Soll dieser Krieg weitergehen? Nein, ich kann das nicht dulden. Was immer ich gesehen habe, ich wollte nicht, dass es einen Krieg verursacht. Die Mystiker sehen nicht immer nur Gutes vorher. Halt! Ihr gehört nicht hierher. Der Schrein ist für die Mystiker. Eure Vision hat sich als falsch erwiesen. Ich lerne noch. Vielleicht muss ich zuerst die Prüfungen bestehen. Die Prüfungen können Blinde nicht sehend machen. Ihr habt gesehen, dass die Fremden Voska zerstören. Die Fremden sind hier. Voska floriert. Ihr könnt nicht zu den Mystikern gehören. Ihr müsst gehen. Okay, ihr habt recht, ich gehe. Wie euer Urteil auch ausfällt, ich werde es annehmen. Mystiker liegen niemals falsch. Ihr schon. Ich bin eure Begleitung, Ehrwürdige. Wir dürfen uns nicht verspäten. Die Mystiker hatten eine Vision. Die Deuter haben euch erwählt. Euer Opfer wird die Gormax besiegen. Lasst mich das klarstellen. Ihr wollt, dass ich mich den Gormax opfere? Eine Mystikerin wird sterben. Die Gormax werden fallen. Wir tun, was für unsere Zukunft nötig ist. Der Vision muss gefolgt werden. Ich werde mein Leben geben, um die Voss zu schützen. Auch Mystiker müssen Opfer bringen. Ihr gehört nicht zu den Mystikern. Ihr versteht nicht. Ein Mystiker sieht. Ihr hingegen stolpert. Ihr werdet ausgemerzt. Ihr gehört nicht zu den Mystikern. Ihr versteht nicht. Ein Mystiker sieht. Ihr hingegen stolpert. Ihr werdet ausgemerzt. Die Worte der Mystiker haben Gewicht. Ihr versteht. Geht. Lernt euch zu konzentrieren. Zerstört die Quelle. Interessant. Okay, da sollen wir dann doch die Prüfung ablegen. Tritt die zweite Prüfungskammer. Okay, mehr Gegner haben wir jetzt hier, glaube ich, nicht. Wir haben eine Bonusmission, 20 Bestien auf dem Prüfungsgelände auszuschalten. Müssen wir mal gucken, ob wir dann alle finden. Okay, der ist ziemlich groß. Diese hier sollen wir zerstören. Der hat es nicht mehr geschafft, sich zu heilen. So, mach dich bereit, dich der Korrumpierung zu stellen. Zum Angriff. Die Macht durchströmt mich. Das war die zweite Prüfungskammer. Ja, mehr Gegner waren da jetzt nicht in der Kammer. Wir sind gerade um 8 von 20. Okay, da unten sind nochmal eine kleine Dreiergruppe.
Okay, 8 Gegner fehlen uns noch für die Bonusmission. Das sollten wir hinkriegen bis dahin. Verwundete Wurst. Sterben. Ein Mystiker muss die Bedürftigen heilen. Wer hat euch so zugesetzt? Ich hätte gern eine Erklärung, was hier los war. Haltet das Gleichgewicht. Nehmt Leben, um unsere zu retten. Ich soll etwas töten? Ich hoffe, es wird spannend. Ja, zu starke Schmerz, um antworten zu können. Wir gucken mal dort hinten. Wir sollen Albtraumbestien rufen, ja, an den Signal feuern. Und diese im Anschluss, ja, besiegen. Okay, die zählen auch mit rein, das ist schon mal gut. Hier wäre die zweite Schale. Und dann ist die dritte. Drei Gegner fehlen noch für die Bonusmission, das schaffen wir locker. Und hier die dritte Prüfung werden wir auch abschließen. Bei euch. Nutze den Heilkristall. Ich würde mal sagen, sie sind geheilt. So betritt die vierte Prüfungskammer. Es geht hier weiter. Sehr schön. Bonusmission ist erledigt. Müssen wir den ausschalten oder kommen wir dran vorbei? Da kommen wir dran vorbei. Ist auch noch ein großer Mutant. Den können wir, glaube ich, auch links liegen lassen. Die vierte Prüfung. Sprich mit Jorda. Der steht da hinten vor dem Schrein. Okay. Ihr überrascht uns, Fremdling. Ihr seid keine Mystikerin. Und doch besteht ihr fort. Wir sind gar nicht so unterschiedlich. Beide. Die Jedi und die Mystiker verlassen sich auf die Macht. Alleine die Macht der Mystiker ist entscheidend. Nur Mystiker können sehen, was kommt. Sie schützen Voss. Die Mystiker stellen sich unserem Feind. Dadurch werden sie würdig. Eurem Feind? Die Voss sind neutral. Wer sind eure Feinde? Die Gormaks. Okay, den sollen wir besiegen. Wo kommt er? Da ist er. Das war's mit ihm. Jetzt können wir die Visionskammer betreten und wären dann hier, glaube ich, auch erstmal durch. Kommen wir da dran vorbei? Ja. Sehr interessant hier die Prüfungen. Ah, okay, wir sollen nach oben. Kann man hier, dass das ein bisschen heller ist als der Rest.
Zurück! Kommen wir dadurch? Nee, wir müssen hier unten lang. Ihr habt euch gut geschlagen. Ich bin Jorda. Ich überwache die Anwärter. Die Prüfungen sind gefährlich. Nur wenige überleben. So wie es sein sollte. Die Macht der Mystiker sollte nicht einfach zu erlangen sein. Sie erkennen ihre Bedeutung. Diejenigen, die sehen, heilen, führen. Keine Prüfung kann sie vorbereiten. Jemand, der einem Mystiker sehr ähnlich ist, beschützt jetzt die Voss. Die Prüfungen enden hier. Danke für diese Gelegenheit. Es ist eine Ehre, die Prüfungen absolviert zu haben. Eine Lektion bleibt noch. Die Prüfungen haben euch Einblicke gewährt. Eine Vision. Ist das möglich? Ich dachte, nur Mystiker könnten Visionen haben. Mystiker können sehen. Die Vision gehört euch. Diese uralten Tafeln leiten die Gedanken der Mystiker. Meditiert. Konzentriert euch. Ihr werdet finden, was ihr sucht. Befreit euren Geist. Konzentriert euch. Oh. Das Schicksal hat mir eine Herausforderung geschickt. Ich hatte auf mehr Zeit gehofft, aber alles muss sich anpassen oder untergehen. Stimmt etwas nicht, Meister? Ihr habt den Imperator oder seine Kinder nicht erwähnt. Gibt es noch eine andere Bedrohung? Ihr werdet sehen, was mich blind machte. Die Vision ist zu Ende. Das war alles. Wird das ganz sicher passieren? Kann ich irgendwie ändern, was ich gesehen habe? Nichts kann aufhalten, was kommen wird. Unsere Visionen sind verlässlich. Wir wählen unsere Antwort. Die Prüfungen sind beendet. Lebt wohl, Fremdling. Ich denke mal, damit haben wir jetzt einen Stein im Brett bei den Boss. Und wir gucken mal, was können wir denn hiervon so zerlegen? Gar nichts. Das kann dann wohl alles weg. Hier kostenloser erheblicher Erfahrungsschub, das kann auch weg. Das brauchen wir gar nicht, ist an uns gebunden, können wir nicht verkaufen. Und ob wir es nun aktivieren oder nicht, schaut euch unser Level an. Wir sind auf 78, werden runterskaliert auf 48. Also es ist sowieso nur eine Frage der Zeit, bis wir hier ja, das Endlevel erreichen. Hat sich ein bisschen was getan, seitdem ich auch auf der dunklen Seite ja den Sith Juggernaut gespielt hatte. Dort hatten wir so ein bisschen das Problem, dass wir auf Stufe 75 stagniert sind. Und die Erfahrungspunkte ziemlich schleppend reinkamen. Also bis auf Stufe 80 sind wir, glaube ich, bis zum Endgame dann gar nicht gekommen. Hätten natürlich noch weiterspielen können, aber ja, das sieht jetzt hier schon ganz anders aus. Wir sind schon 78, kurz vor 79, also über die Hälfte haben wir hier schon wieder erreicht. Ja, da werden wir auf jeden Fall dann auch die Endstufe erreichen. Und wir gehen jetzt weiter. Wir müssen noch mit Gaiden Co. sprechen. Hier ist übrigens ein Datacron. Da muss man auch noch die eine oder andere Sache für erfüllen, damit man das bekommen kann. Weiß ich aber auch nicht mehr genau, ist schon zu lange her.
So, liebe Leute, und dann beenden wir die Folge hier an dieser Stelle und machen in der nächsten Folge weiter mit Markiert, sprich mit Gaiden Co. Ja, der wurde hoffentlich geheilt und wird hoffentlich auch keinen weiteren Angriffen hier ausgesetzt sein. Und ich hoffe auch, die Leute, die wissen dann, dass wir damit nichts zu tun hatten. Alles klar, liebe Leute, dann bis zum nächsten Mal.